Vampire haben nicht nur in der Literatur und auf der Leinwand, sondern auch am Bildschirm für Unterhaltung gesorgt. Eines der besten Spiele rund um die Blutsauger ist immer noch Vampire: Die Maskerade Bloodlines von Troika Games, das 2004 unser Gold erobern konnte. Allerdings gab es bereits 4 Jahre zuvor einen Vorgänger im Geiste von Nihilistic Software. Wir blicken zurück auf das Rollenspiel Vampire: Die Maskerade Redemption. Die Geschichte des PC-Rollenspiels beginnt nicht mit einer Engine oder Software, sondern im Jahr 1991 in Georgia an einem Schreibtisch. Aus finanzieller Not wird der heute noch aktive und mittlerweile in Schweden ansässige Verlag White Wolf gegründet, der mit einem neuen Pen-and-Paper-Universum namens World of Darkness düstere Nischen der Fantasy besetzen wollte. Dabei fußten fast alle Veröffentlichungen auf dem neuen Storyteller-System, das etwas freiere Entscheidungen auf Grundlage eines Würfelpools sowie mit 10er statt 6er Würfeln ermöglichte. Und darunter auch die Rollenspielwelt Vampire: Die Maskerade, die sich in einer alternativen Gegenwart mit Vampiren beschäftigte, viel Wert auf erzählerische Situationen legte und dabei stark von Anne Rice Romanen beeinflusst wurde. Es sollte aber noch 6 Jahre dauern, bis Nihilistic im Auftrag von Activision das erste digitale Abenteuer rund um die im Verborgenen agierenden Blutsauger entwickelte. Das kalifornische Studio wurde erst 1998 gegründet, hatte bis dato keinerlei Erfahrung, aber sie bestanden zum Großteil aus ehemaligen LucasArts-Leuten, die immerhin am Ego-Shooter Jedi Knight arbeiteten. Ein Rollenspiel dieser Art war natürlich ein anderes Kaliber. Man forcierte die Schulterperspektive und benötigte eine ganz andere Benutzeroberfläche sowie Lösungen für Kämpfe und Dialoge. Aber das Team um Director Ray Gresko, der später übrigens noch mit Diablo 3 und Overwatch erfolgreich sein sollte, konnte innerhalb der 2 Jahre die eigene Not-Engine entwickeln, die Essenz der Pen-and-Paper-Vorlage einfangen und ein stimmungsvolles Abenteuer präsentieren. Was sicher auch daran lag, dass mit Daniel Greenberg ein Autor von White Wolf beteiligt war, der eine interessante Story inklusive Zeitenwechsel zwischen dem Mittelalter und der Gegenwart konzipierte. In der Rolle des zum Vampir mutierten Ritters Christoph Romuald war man im 12. Jahrhundert in Prag und Wien unterwegs, aber auch im London und New York des späten 20. Jahrhunderts, wobei man immer wieder in vampirische Machtkämpfe geriet. Und natürlich war der namengebende Begriff Redemption, also Erlösung, eines der Hauptmotive, zumal man mit der Nonne Anetzka auch eine überzeugende Liebesbeziehung aufgebaut hatte. Zwar war dieses Rollenspiel zum Ende hin angenehm offen, je nachdem, wie viel Menschlichkeit man sich bewahren konnte, änderte sich das Finale. Allerdings war der Weg dorthin teilweise recht linear und man konnte in Dialogen, die im englischen Original auch unglücklich vertont waren, nicht allzu viele Entscheidungen treffen. Während Art- und Leveldesign sowie Kulisse überzeugten, hakte es unter der hübschen Oberfläche an der Spielmechanik. Neben ärgerlichen Bugs sorgte die schlechte KI sowie Wegfindung oftmals für Frust und Chaos in den hektischen Kämpfen. Denen mangelte es auch gerade einigen Pen-and-Paper-Fans an taktischer Finesse. Obwohl man mit einer Gruppe mit unterschiedlichen Charakteren und Fähigkeiten unterwegs war, ging es eher actionorientiert und gleichförmig zur Sache. Trotzdem hatte sich die Investition von knapp 1,8 Millionen Dollar für Activision gelohnt, denn das Spiel wurde von einigen Kritikern sogar auf einer Ebene mit Deus Ex genannt und verkaufte sich innerhalb der ersten 6 Monate über 100.000 Mal, was knapp 5 Millionen Dollar einspielte. Dieser Erfolg war schließlich ausschlaggebend für den heute wesentlich bekannteren Nachfolger Vampire: Die Maskerade Bloodlines, der dann aber bei Troika Games entwickelt wurde und im Jahr 2004 auch qualitativ zulegen konnte. Auch wenn die Bugs die Blutsauger weiterhin begleiten sollten.